Hallo, hier ist Noah Okafor und ihr schaut einfach Fußball. Das ist ein Monster, ein Biest. Ja, letzte Woche war ein Testspiel gegen Liverpool, wir haben 1-0 gewonnen. Nach dem Spiel habe ich mit Salah Trikot getauscht. Nicht wegzudenken, ist auch mein Lieblingsspieler. Wer ihn kennt, weiß, was er alles kann. Wie schnell er ist, was für ein Tempo hat, was für eine Effektivität, was für ein Dribbling, was für ein Abschluss. Also ich habe schon im Kopf seine Traumelf. Formation wäre dafür, dass die bestmögliche wäre eine 4-1-3-2. Weil heute hat es viele offene Spiele, wo eigentlich in meiner Traumelf Platz hätte, aber man muss halt viermal entscheiden. Also, im Tor, klar Nummer 1, für mich ist Manuel Neuer. Ja, er ist mit Ball hervorragend, ist, wenn man ihm im Tor hat, ist man ein Mann mehr. Und ja, hat über die Jahre einfach bestätigt, dass er die Nummer 1 auf der Welt ist. Und auch gegen mich hat er schon ein, zwei gute Paraden gemacht. Dann habe ich Linksverteidiger Alphonso Davies, ein guter Freund von mir. Sehr jung, sehr dynamisch, sehr schnell, sehr viel Zug nach vorne. Was halt der moderne Fußball braucht, wegen dem ist er bei mir auf der linken Seite. Der Rechtsaußenverteidiger ist ganz klar Kyle Walker. Für den Rechtsverteidiger braucht man mehr als Schnelligkeit und Wucht und Power. Wegen dem, finde ich, hat Walker es klar verdient und wegen dem habe ich mich für Walker entschieden. Und in der Innenverteidigung Sergio Ramos, auch wenn er jetzt dieses Jahr nicht so zum Zuge gekommen ist und er lange verletzt war. Aber ich glaube, er hat immer noch ein paar Jahre vor sich und ich glaube, er ist ein sehr routinierter und sehr erfahrener Innenverteidiger. Und der zweite Innenverteidiger ist für mich ganz klar Virgil van Dijk. Der ist ein Monster, ein Biest, sehr schnell, gutes Stellungsspiel, Kopfballspiel ist hervorragend, der Körper stimmt. Ich glaube, er hat eigentlich alle Voraussetzungen. Gegen wen von denen hast du schon gespielt? Gegen van Dijk habe ich schon gespielt. Ja, ich habe gegen Bayern schon zweimal gespielt. Hinrunde 1-1, Rückrunde 1-7. Ne? Bitte, vor allem Bayern ist so eine Mannschaft, wenn es läuft, dann läuft. Und sie haben dann früh das 1-0 erzielt. Dann danach gerade zwei Minuten später einen Elfmeter bekommen, weil eigentlich keiner ist. Und dann ist 2-0 nach so kurzer Zeit und dann nochmal ein Tor direkt hinten drauf von Lewandowski. Und da war 3-0 und wenn du nach 20 Minuten 3-0 führst, mit einer jungen Mannschaft, ist natürlich schwer. Okay, dann habe ich leider nur einen Sechser. Aber für mich ist ganz klar Paul Pogba. Für mich ist Pogba, wenn er fit ist, eines der besten Sechser der Welt, wenn nicht der beste. Weil er ist groß, hat die Schnelligkeit, hat guten Abschluss, gute Pässe. Kann auch den letzten Pass spielen, hat einen guten Schuss. Wegen dem ist Paul Pogba für mich ganz klar auf der Nummer 6. Dann auf der 10 ist es auch schwierig zu sagen. Aber ich würde sagen, dass ich Lionel Messi spielen lasse. Und über ihn brauche ich eigentlich gar nicht zu sagen, er ist der beste Spieler der Welt und der beste Spieler aller Zeiten. Ja, wegen dem nehme ich ihn auf die 10. Und jetzt komme ich mit dem Rechtsflügel. Das ist auch eine Qual der Wahl. Es hat so viele gute Offenspieler momentan. Aber ich glaube, also ich entscheide mich für Mo Salah. Das ist auch ein hervorragender Spieler. Nämlich einer der besten Rechtsflügel auf der Welt. Ja, letzte Woche war ein Testspiel gegen Liverpool. Wir haben 1-0 gewonnen. Und ja, nach dem Spiel habe ich mit Salah Trikot getauscht. Linke Flügel habe ich jetzt, wenn ich aktuell sehe, bin ich ganz ehrlich und würde Heung-Min Son nehmen. Für mich eines der konstantesten Spieler auf der Welt überhaupt. Ja, und jetzt habe ich zwei Stürmer. Ein Sturm ist ganz klar Kylian Mbappé. Ist für mich nicht wegzudenken. Ist auch mein Lieblingsspieler. Wer ihn kennt, weiß, was er alles kann. Wie schnell er ist, was für ein Tempo hat, was für eine Effektivität, was für ein Dribbling, was für ein Abschluss. Ja, momentan ist er einer der Besten, wenn nicht der Beste der Welt. Und der andere kann sich jetzt streiten über Cristiano Ronaldo oder Benzema. Aber jetzt, wenn ich die Saison hin zurückschaue, würde ich Karim Benzema nehmen. Dich selber würdest du nicht aufstellen? Nein, noch nicht. Da fehlt noch Wissen. So Leute, das war meine Top 11. Ich hoffe, ihr findet meine Entscheidung gut. Was würdet ihr noch besser machen? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Bis bald.